Ein Religionslehrer erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn, und die werde ich auch heute betrachten. Und dann heißt es in dieser Geschichte, da sagt der Religionslehrer in der Klasse und erzählt, dass sie sich alle gefreut haben, als dass der Sohn nach Hause kam. Gab es irgendjemand, der sich nicht freute? Und dann dein Fritzchen hebt den Finger hoch und sagt, ja, ich weiß, das gemästete Lamm oder das gemästete Kalb, das hat sich nicht gefreut. Denn es wurde ja geschlachtet, und dieses gemästete Kalb. Weißt du, irgendjemand ist das Opfer gewesen, auch in der Geschichte. Auch der Herr ist der gute Hirte, der führt uns und leitet uns. Und er liebt uns. Er liebt uns bis zuletzt. Er liebt uns grenzenlos. Und Jesus hat uns gelehrt, und das werde ich auch hier heute Morgen betrachten, er hat uns gelehrt zu beten. Wir sollen aber lieber Vater sagen. Und der Heilige Geist drängt uns und treibt uns und ermutigt uns und gibt uns auch das Zeugnis, die Freiheit, dass wir sagen können, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist und auch im Namen Jesu Christi.